In der letzten Folge hat es leider Rusty erwischt. Wir konnten ihm nicht helfen. Vielleicht können wir ja Max noch helfen. Auf jeden Fall müssen wir weiter zum Lava's Peak. So oder so. Wir müssen uns mit dem Entführer treffen. Denn der hat Alice. Und wegen ihr sind wir hier. Oh, ist das der Entführer? Was? Verdammt, was war das? Ich habe es durchs Fenster gesehen. Ich habe etwas gesehen. Vergiss es, Barry. Ich bin wohl verrückt geworden. Oh Mann, oh Mann. Du bist nicht verrückt. Ich wünschte, du wärst es, aber du bist nicht verrückt. Sei vorsichtig. Bleib in der Hütte. Öffne niemandem die Tür. Ich meine das ernst. Ja, die Hütte kann einen aber anscheinend auch nicht schützen. Rusty wurde zermalmt. Ich hoffe, Barry überlebt das Ganze. Und da ist wieder eine Manuskriptseite und ein paar Dosen. Ja, Mist. Toll, diese Dosen kann man nicht kaputt machen. Schade. Naja, nehmen wir die Manuskriptseite. Rustys letzte Gedanken. Im letzten Augenblick des Bewusstseins dachte Rusty an Rose. Er war älter als sie. Sie war fast noch ein Teenager, doch dank ihr fühlte er sich wieder jung und vergaß das Desaster seiner längst toten Ehe. Er trug den Ring immer noch. Er hatte gewartet, dass sie ihn bat, ihn abzunehmen. Das würde sie nun nie tun. Armer, armer Rusty. Lover's Peak. Hier entlang. Wir müssen ja da hinüber, ne? So, was haben wir hier? Revolver-Munition und Batterien. Wunderbar. Wir sind auf jeden Fall gerüstet. Was steht hier? Okay, man soll, glaube ich, auf dem Pfaden bleiben, wenn ich das so verstanden habe, zur eigenen Sicherheit. Lava's Peak nach rechts. Lava's Peak lag am Ende des Naturlehrpfads. Aber hier links könnte es noch etwas geben. Da gucken wir natürlich nach. Eine finstere, gruselige Höhle. Na super. Moonshine Cave. Schwarzbrennerhöhle. Diese Höhle war während der Prohibition 1919 bis 1933 Schauplatz regelmäßiger und lukrativer Alkoholschmuggelaktivitäten. Meist wurde hier Alkohol zwischengelagert, der aus Kanada eingeschmuggelt wurde. Es wurde aber auch Schwarzbrennerei in der Höhle betrieben. Ja, zu dieser Zeit war Alkohol verboten. Da lief natürlich sehr viel unter der Hand. Und es gab sehr viele Schwarzbrennereien. So, ein Gewehr, das ist ja schon mal super. Hier die Schrotflinte nehmen wir natürlich mit. Und was gibt's hier drin? Batterien. Ja, auch nicht schlecht. Könnten wir noch nachladen, ne? Okay, wunderbar. Und jetzt aber raus hier. Hier ist es mir zu unheimlich. So, gleich geschafft. Dann folgen wir jetzt einmal dem Pfad, würde ich sagen. Na super. Batterien? Oh oh. Nein, hinter uns, das ist nicht cool. Nicht cool, sage ich. Ach, Mist, ich hätte ausweichen sollen. Nicht mit uns. Wow, das war knapp. Ich habe es wieder nicht geschafft, vernünftig auszuweichen.
So, die werden erledigt. Ganz schön gefährlich, die Typen. Anrufen können wir niemanden. Liegt hier irgendwo eine Seite rum? Da unten sehe ich eine Seite. Auf dem Weg. Ich glaube, da kommen wir auf jeden Fall hin. Ansonsten sehe ich hier nicht viel. Dann schnell über die Brücke. Ich hoffe, wir kommen da irgendwie noch runter. Aber ich denke schon. Da kommen wir, glaube ich, so nicht hin. Aha, was haben wir hier? Hier gibt es noch eine Manuskriptseite, sehr schön. Barry trifft Rose. Niemand in Bright Falls schien zu wissen, wo Al war. Aber Rose, die Kellnerin im Restaurant, hatte ihn gesehen. Nach Barrys Wissen war Al wie vom Erdboden verschluckt, nachdem er das Restaurant verlassen hatte. Rose war die Art Fan, die Al hasste, aber sie wollte wirklich helfen. Außerdem war sie schlau, wusste viel über das, was in der Stadt vorging, viel über Al, sogar wer Barry war. Barry gefiel sie. Bei Frauen hatten Barry und Al nur selten denselben Geschmack. Ja, ja, der gute Barry steht also auf einen anderen Typ Frau. So, hier gibt's aber glaube ich nichts mehr. Hier geht's glaube ich hoch, oder? Oder nicht? Wenn so Schatten kommen wie jetzt, dann werden wir halt ziemlich sicher bald angegriffen. Das ist halt eine Gegend, die gefällt mir überhaupt nicht. Ja, das gefällt mir gar nicht. Ich weiß nicht, ob wir dem Weg folgen sollen oder ob ich da kurz oben nachgucken soll. Wir rennen da mal hin. Wahrscheinlich ist es keine gute Idee, aber naja. Ich denke nicht, dass sie hier oben eine Manuskriptseite versteckt haben. Der Wald ist halt verdammt dunkel. Es ist schwer, die Typen dann hier zu sehen. Und man kann sich auch leicht verirren. Das ist auch nicht so toll. Ich glaube, hier oben ist nichts. Wir sollten eigentlich lieber wieder zurück auf den Weg. Genau. Das ist sicherer. Kontrollpunkt. Oh, da ist einer. Ziemlich starker Typ. Boah, komm nicht so nah. Okay, der war ziemlich stark. Aua, das habe ich nicht gesehen. Nicht benutzt. Nicht nachladen. Wow, das war knapp. Die kommen ganz schön nah. So, wo geht's hier oben hin? Hier gibt's Licht, das ist doch schon mal super. Ach, wunderbar. Und noch ein bisschen Schrotflintenmunition. Sehr schön, damit haben wir 8 Schuss. Das ist ja wunderbar. Damit kommen wir ein bisschen aus, würde ich sagen. Aber ansonsten gibt es da nichts. Dann folgen wir jetzt dem Pfad nach unten. Hier könnten wir links oder rechts entlang. Oder hier einfach durch den Baum hindurch. Auch sehr schön. Ich glaube nicht, dass da irgendwie im Wald was ist. Wir gehen hier weiter. Da ist aber jemand. Hilfe, Hilfe. Ja, genau in die Axt rein. Ausgewichen. Das ist ja super. Aua, Mann. Blöder Typ. So.
weiter zum Lover's Peak. Irgendwo müsste dann auch noch eine Seite erscheinen. Auf dem Pfad. Ja, irgendwo da weiter unten war das. Können wir eigentlich nicht verfehlen, würde ich sagen. Natürlich, schnell zum Licht. Nicht gegen die kämpfen, das bringt jetzt nicht viel. Ach Mann, dein Ernst? Ja, dann kommt her, wir sehen dich rot. So. Okay. Jetzt aber schnell, komm, komm, komm. Wir müssen den Generator hier einschalten. Okay, wunderbar. Ein bisschen Licht. Schnell mal die Schrotflinte nachladen. Sicher ist sicher. Gut, da vorne ist die Manuskriptseite, die wir gesehen haben. Was gibt's hier noch? Jo, Revolvermunition und Batterien. Ja, was haben wir denn hier? Wake sieht das Fackelsymbol. Ich ging um die Ecke und hatte Angst davor, was der Strahl der Taschenlampe enthüllen mochte. Plötzlich glühte das aufgemalte Symbol einer Fackel auf. Dahinter, von einem Felsen verborgen, stand ein ramponierter Metallkoffer. Er war voller Vorräte. Batterien, Leuchtfackeln, Munition. Dinge, die man zum Überleben in der Finsternis braucht. Jemand, der wusste, was ich wusste. Und mehr, hatte das hier gelassen. Diese Kiste würde ich doch sehr gerne finden. Leuchtfackeln sind auch sehr nützlich. Schon wieder eine Axt. Hier. Im Telefon. Na super. Hilfe können wir also keine holen. Aha. Was haben wir denn hier? Die Übernommenen, könnte man glaube ich sagen. Die Übernommenen sind voller Dunkelheit. Das steht da. So, aber wo ist diese Metallkiste? Nein! Zwei Stück. Okay, da unten sind sie. Also ziemlich viele. Und ein Fetter, da brauchen wir unbedingt die Schrotflinte. Komm her, Digga. Mist. Komm schon. Okay, die haben wir. Den da aber noch nicht. Müsste andere, ich hab doch mal einen gesehen, da ist er. Schnell mal nachladen. Waren das alle? Ich hoffe es doch. Schrotflinte auch wieder nachladen. Also die ist schon nützlich gegen die dicken Typen. Aber selbst da fressen die ziemlich viel Munition. Okay. Café, Souvenirshop. Mhm. Wo geht's hier lang? Hier geht's zum Lover's Peak. Und wo geht's hier lang? Gibt's hier irgendwas? Gar nichts anscheinend. Schade. Irgendwo muss doch hier bestimmt die versteckte Metallkiste sein. Vielleicht da oben. Das kann ich mir vorstellen. Wo geht's denn hier hin? Oder hier oben ist einfach gar nichts. Da gibt es hier so viele Abzweigungen und nirgends gibt es etwas. Das ist ja schade. Ja, okay, dann gehen wir halt weiter. Aber hier drüben gibt es vielleicht noch was. Oder können wir hier lang? Ah, okay. Hier können wir nicht lang. Wobei doch, wir können hier hinüberhüpfen. Da geht's auch zum Lover's Peak. Da gehe ich vielleicht zuerst hier entlang, oder? Hä?
Was haben wir denn hier? Der Baum, aus dem dieser Ring stammte, begann 1846 zu wachsen, im Jahr, als der Oregon-Kompromiss unterzeichnet wurde. Weitere wichtige Ereignisse. 1853, das Washington-Territorium wurde gebildet. 1878, Gründung der Bright Falls Mining Co. und der Stadt selbst, also Company. 1889, Washington tritt Staatenbund bei. 1929, wird beim Waldbrand beschädigt. 1970, die Bright Falls Mining Company schließt ihre Tore nach einem Vulkanausbruch unter dem Cauldron Lake. 1980, Ausbruch des Mount St. Helens. Und 1987 wird durch einen Sturm gefällt. Ja, der Baum wurde ziemlich alt. Sieht man auch an dem Stamm. Mächtiger Stamm. Aber ansonsten gibt's hier nichts. Das war wieder nett, aber keine Manuskriptseite oder so, keine Munition, gar nichts hier. Schade. Da hätte ich mir jetzt mehr erhofft. Nö, nun gut, dann gehen wir halt hier rüber. Was bleibt uns denn auch anderes übrig? Hier gibt es auf jeden Fall eine Manuskriptseite. Nightingales Ankunft. Agent Nightingale wollte nicht in Bright Falls sein. Diese kleinen Gemeinden stießen ihn ab. Er mochte auch die Bäume und den Kaffee nicht. Nun wusste er, dass hinter den Schaufenstern und dem Lächeln das Grauen lauerte. Er wollte nur den Wagen wenden und fahren, bis er einschlief, die Straße aufhörte oder er keinen Schnaps mehr hatte. Aber er hatte etwas zu erledigen. Er musste einen Schriftsteller fangen. Um jeden Preis. Okay, ein Agent Nightingale ist uns also auf den Fersen. Na super. Na, was haben wir denn hier? Eine Karte des Parks, okay. Ja, dann gehen wir mal da hinüber, würde ich sagen. Wir haben diese Kiste noch nicht gefunden. Ich hoffe, die kommt noch. Wir haben uns doch eigentlich schon ganz gut umgeguckt, glaube ich. Hoffe ich zumindest. Man weiß ja auch nicht, wie weit diese Manuskriptzeiten in der Zukunft liegen. Deshalb kann natürlich diese Kiste immer noch irgendwann kommen. Da würde ich mich sehr unsicher fühlen auf so einem klapprigen Gestell. Na super! Wow! Ah! Das ist nicht gut. Ah! Wow! Oh oh. Steh auf, Wake! Los, wir müssen uns beeilen, es kommen noch mehr! Die Taschenlampe ist Kinderkram, Wake. Die Leuchtfackeln halten die Bastarde auf. Danke. Ist das der Entführer oder was? Sehen Sie sie auch? Natürlich sehe ich sie. Wir müssen hier weg. Warum? Weil es so in der Geschichte steht. Ja, aber... Los jetzt! Ich habe meine Waffe verloren. Oh, ich habe eine Waffe. Sehen Sie nur zu, dass Sie mit dem Licht draufhalten. Es dauerte einen Moment, aber dann erkannte ich ihn. Er war auf der Fähre gewesen, mit der ich und Alice hergekommen waren. Er hatte sie angestarrt. Er wusste, wie ich hieß. Wir näherten uns Lover's Peak. Das konnte alles kein Zufall sein. Er war der Entführer. Na super. Na los, Wake, machen Sie schon. Ja. Wake, Sie locken sie an und ich mache sie fertig. Ja, ist ja gut. Muss ich noch hier den Lockvogel spielen? Na super. Wo ist er denn hin? Ach, hinter uns. Ja, ich will gerade keine Leuchtfackel benutzen. Du kannst weggehen, Tim. Wow! Hier. Das hilft. Und nicht verlieren sie ihren Schattenmantel. Ja, dann töte ihn mal. Wir können ja nichts tun. Wir haben ja keine Waffe mehr. Du schießt ziemlich schlecht, Kumpel.
weiter zum Lava's Peak. Hallo, töte den mal. Boah, wie schießt du denn? Oh, geht doch. Ist ja fürchterlich mit dir. Kommt der denn her? Okay, da kommt noch mehr. Das war knapp. Damit haben wir auch einen kleinen Safe-Spot. Mit den Leuchtfackeln. Na komm, töte ihn. Oh, was gibt's hier? Leuchtfackeln. Hallo, du könntest den mal töten. Das gibt's ja nicht. Hier ist für euch. Wunderbar. Lava-Spiel. Nur noch die Treppe hoch, Wake. Ja, aber vielleicht gibt's hier noch was. Hier hinten vielleicht. Schade. Hätte ja sein können. Gut, wir werden aber erst in der nächsten Folge da die Treppen hinaufsteigen und mal sehen. Halten Sie sie mit den Leuchtfackeln aus dem Notfallkasten in Schach, bis die Bretter ab sind. Ich brauche die Waffe. Ha, keine Chance, Wake. Was soll das? Her mit der Waffe! Schnauze! Halten Sie sie mir vom Hals, verdammt! Ja, okay. Diese Action werden wir aber erst in der nächsten Folge machen. Das kann ja was werden. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Tschüss.